Der Wirtschaftswissenschaftler und Jurist Professor Dr. Eberhard Hamer sieht hinter dem VW-Skandal in den USA wegen Manipulation der Abgaswerte noch ganz andere Zusammenhänge. Laut Hamer hat General Motors schon zweimal versucht, die fette VW AG mit Hilfe unlimitierter Kredite der US-Notenbank zu übernehmen. Nach diesen Fehlschlägen schwächen nun amerikanische Behörden und Anwälte den VW-Konzern massiv. Danach könne man VW billig aufkaufen. Auch der Korrespondent und Journalist Paul Hampel sieht im inszenierten VW-Skandal nichts Geringeres als die Zerschlagung des zweitgrößten Automobilherstellers der Welt. Professor Hamer weist daher auf die zunehmenden wirtschaftlichen Angriffe der USA hin. Vor allem betrifft dies die Wirtschaftsbastionen in Deutschland, die noch nicht in amerikanischer Hand sind. Die Ankündigung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die nationalen Parlamente bei der Ratifizierung des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA auszuschließen, führte zu einem Sturm der Entrüstung. Am 5. Juli 2016 knickte die EU-Kommission unter diesem Druck scheinbar ein und verkündete, dass die insgesamt 42 nationalen Parlamente nun doch über CETA abstimmen dürfen. Trotz dieses Eingeständnisses hält die Kommission aber weiterhin an ihrem Plan fest, das Abkommen bereits im Oktober 2016 per Ministerratsbeschluss vorläufig und in vollem Umfang zu ratifizieren und damit in Kraft zu setzen. Da es eine Klausel im CETA-Vertrag erlaubt, das Abkommen ohne Zustimmung der Parlamente vorläufig in Kraft zu setzen, ist es nach Unterzeichnung völlig unerheblich, wie sich die nationalen Parlamente gegenüber CETA entscheiden. Selbst bei einem nationalen Veto gegen CETA besteht für die EU keine Pflicht, den Vertrag aufzukündigen. Dieser Plan zeigt wieder einmal, wie unbeirrt die EU-Kommission an ihren Plänen festhält und wie hinterlistig die Bevölkerung getäuscht wird, um sie schließlich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Auch wir wollen vollendete Tatsachen schaffen, nämlich, dass Regierungen mit Betrug und Überwachungswahn nicht mehr durchkommen. Packen Sie mit an! Willkommen bei der unzensierten Information aus aller Welt. Das Juncker-Prinzip verliert seine Kraft. Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Ministerpräsident und bis Ende des Jahres 2012 Chef der EU-Länder, sagte bereits im Jahre 1999: Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wenn man solche Worte von einem Führungspolitiker hört, muss man sich ernsthaft fragen, welche Ziele unsere Politiker eigentlich anstreben. Vom Wohl für das Volk ist hier nichts mehr zu spüren, sondern vielmehr das Gegenteil. Denn wenn das, was sie beschließen, eigentlich Geschrei und Aufstände hervorrufen müsste, können es ja keine Beschlüsse für das Volk sein, sondern solche, die ihm, sprich uns, hinterhältig in den Rücken fallen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn wir klären sie auf. Verehrte Damen und Herren, möchten Sie auch, dass man uns solche Informationen nicht vorenthält? Und haben Sie ein öffentliches Unrecht zu berichten? Dann können Sie gerne Ihre Infos oder Klage gegen Medien bei klagemauer.tv einreichen. Wir verabschieden uns aus dem Studio Nürnberg. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.